schon, wir haben das Handy gehört, da liegt das Handy. Ja, einen wunderschönen Nachmittag auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass ich heute hier bin. Was vergessen wurde, ich komme ja aus Vorarlberg. Und wie ich angefragt wurde, ob ich die Keynote halten möchte, hier in Dornbirn zu dieser langen Nacht der Partizipation, war ich etwas erstaunt, weil im Grunde fahre ich schon seit einigen Jahren durch halb Österreich und erzähle allen, was für tolle Projekte es in Vorarlberg gibt, seit vielen, vielen Jahren, dass sie sich das anschauen. Und wenn mich jetzt die Vorarlberger anfangen, wie gesagt, ich fühle mich so ein bisschen, wie wenn ich jetzt allen nach Athen trage, wenn ich allen anderen vorschwärme von den Vorarlbergern. Aber natürlich mache ich das sehr gerne und es freut mich sehr, fühle mich sehr geehrt, dass ich heute hier sein darf und einige Worte oder ein bisschen einen Input, auch natürlich theoretischen Input als Wissenschaftlerin geben darf zum Thema Partizipation. Es wurden mir einige Fragen gestellt, die ich beantworten sollte im Rahmen dieses Vortrages und das möchte ich gerne versuchen. Die erste Frage hat so ein bisschen gelautet, warum Partizipation? Und naja, da habe ich mir natürlich gedacht, als Politikwissenschaftlerin, aber auch als Bürgerin dieses Landes, was ist das eigentlich für eine dumme Frage? Partizipation ist der Wesenskern unserer Demokratie. Es gibt keine Demokratie ohne Beteiligung und ohne Partizipation. Und das ist ein Foto, das ich gemacht habe im Herbst am Schlachtfeld von Gettysburg in den USA. Und die Büste zeigt Abraham Lincoln an dem Ort, wo er diese legendäre, berühmte Rede gehalten hat am 19. November 1863, wie er den Soldatenfriedhof eingeweiht hat auf diesem Schlachtfeld. Und er hat in einem Satz das sehr prägnant auf den Punkt gebracht, warum eben Partizipation so wichtig ist, weil er gemeint hat, that government of the people, by the people and for the people shall not perish from the earth. Auf Deutsch, diese Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk, soll nicht von der Erde verschwinden. Und ich glaube, dieser Satz, ja, da sollten wir uns jeden Tag daran erinnern, wenn es uns vielleicht auch manchmal zu anstrengend ist, ja, uns zu beteiligen. Ich glaube, es braucht gar nicht viel mehr Erklärung, aber doch noch eines möchte ich hinzufügen, gerade heute in diesen Zeiten, wo wir ja im Iran durchaus die Gefahr eines drohenden Krieges auch sehen oder auch überhaupt weltweit immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen haben. Eine These hat sich nämlich auch bewahrheitet, Demokratien führen keine Kriege, zumindest gegeneinander. Also je mehr Demokratien wir haben, ja, desto sicherer ist unsere Welt. Die zweite Frage lautete, was sind denn eigentlich die Grundlagen von Partizipation? Die Grundlagen von Partizipation ist sicher Bildung, politische Bildung. Eine zweite wichtige Voraussetzung ist aber auch ein gewisses Ausmaß an sozialer Sicherheit, an Sicherheit im eigenen Leben, sich beteiligen zu können und zu dürfen. Und als dritter Punkt, und der ist auch nicht unwesentlich, es ist Zeit und Muße, das auch tun zu können. Und bei allen drei Punkten gilt es anzusetzen. Die Zeit und Muße, das ist wahrscheinlich ein bisschen ein gesellschaftliches Problem in einer Welt, die sich sehr, sehr stark beschleunigt. Ich sehe das sogar bei Jugendlichen. Bei mir war früher Schuljahr noch ewig lang. Ich habe es eigentlich kaum erwarten können, älter zu werden oder ein Jahr vorbeizubringen. Wenn ich heute mit Jugendlichen rede, die sagen, schnell vergangen, dieses Jahr. Also man sieht,